Hallo. Heute? Ernsthaft? Was war denn das jetzt für eine Woche, ne? Bist ein paar Tage nicht da und schon komme ich überhaupt nicht mehr hinterher, ne? Jede Folge, ich denke hinterher immer, hoffentlich finde ich überhaupt noch ein Thema, ne? Dann werde ich komplett überrollt von grob gehackter Dummheit, schlimmer als halbgare grobe Bratwurst im Naturdarm. Dieses lachhafte Urteil über Christoph Metzelder oder homöopathische Impfung, die obligatorischen NS-Vergleiche bei der Partei Asbest für Dinslaken und natürlich Boris Palmer, der zukünftige ehemalige Grüne und seine dumme Diskussion über Cancel Culture. Das hätte ich alles durchnudeln können, ne? Eine Folge nach der anderen fange ich da an, da werde ich schon wieder von neuem Kack überholt. So wird das doch nix. Ja, und dann kam sie, die Basis. Für alle Querwichser, denen die Partei Alpenzin fördert Damenbärte dann doch zu offensichtlich Ja, klar, habe ich erwartet. Also gibt es seit dem Sommer die Basis. Ist schon der mindestens dritte Anlauf, dass sich diese Pestbraken einen politischen Arm verpasst haben. Ich meine, werden sie doch sogar schon von Fraktionsmitgliedern der Partei Alice Fickt Deutschland verleugnet. Vorher gab es Widerstand 2020. Dann wir 2020, beide mitbegründet von Dr. Bodo, der aber konsequenterweise sofort wieder ausgetreten ist. Ja. Jetzt also die Basis, mutmaßlich abgeleitet aus dem Arabischen, wo das Ganze Al-Qaida heißt. Kein Witz, oder? Naja, doch. Witzig auf jeden Fall. Zumindest gibt es jetzt eine neue Ein-Themen-Partei. Soll ja gar nichts heißen, dass die kaum etwas auf dem Schirm haben. Man kann sich ja entwickeln. Sogar die Partei Arschrasur für Dobermänner ist von Flüchtlingen sind scheiße, Euro auch, Umweltschutz sowieso, inzwischen bei einem neuen Thema angekommen. Solidarität und Mitgefühl sind auch scheiße. Lasst sie doch alle verrecken, die Kackfressen. Hauptsache, Dackelmann ist geimpft. Hier nun endlich eine Partei, die noch weniger gerade ausdenken kann als die Partei Angora-fressende Dachpappen. Und sie haben ein wahres Star-Aufgebot mitgebracht. Ganz vorneweg, hier, Sukarin Bhakti. Ein Mann, ein Hemd, ein Buch und ein Irrtum nach dem anderen. Oder dieser lustige Geselle, Wolle Wodak, Lungenfacharzt, ehemaliges SPD-Mitglied, EU-Parlamentarier und voll knuffiges Genie, ist intelligenter als Einstein, mobiler als Hawking und sieht viel besser aus als Gal Gadot. Und das sage ich nicht, weil ich als Tintenfisch keine Ahnung von menschlichem Sexappeal habe, das sage ich vor allem nicht, weil er jedem, der ihn und seine Neigung kritisiert, anstatt Wissenschaft zu betreiben, lieber Videos von Fitnesscoach Cecil oder so auf Twitter zu verbreiten, seinen Anwalt auf die Kiemen hetzt. Und sein Anwalt ist kein geringerer als Rainer Füllmich, der in seinem Hobbykeller den selbst zusammengeklöppelten Corona-Ausschuss anführt. Ein nichtssagendes, nichts verstehendes Gremium Nicht-Experten, die den ganzen Tag vor sich hin meckern und stundenweise Material für Telegram-Clips liefern. Fühle mich, der von seinen geistig derangierten Stiefelreleckern je 800 Euro Vorauszahlung für einen nicht existenten Pseudoprozess, eine Sammelklage wegen Corona, mit der er in Deutschland gar nichts werden kann, einkassiert hat. In den USA ist er in einem Nebenverfahren gescheitert und nun hofft er wahrscheinlich darauf, am Unterverwaltungsgericht für Hühnerfragen in Thailand, Tansania oder Takatukaland zu gewinnen. Geht dann zwar darum, wer Legehenne Henriettes Federpilzbehandlung bezahlen muss, aber Erfolg ist Erfolg. Gekrönt wird das ganze Potpourri von einer waschechten Virologin, Frau Professor Dr. Ulrike Kämmerer. Na, so eine braucht man auch, wenn man ansonsten so eine grobkörnige Horde, Genies und wundervoller Menschen mit so viel Sachkenntnis
und guten Anwälten hat. Und sie haut auch gleich einen Klopper raus, fordert weniger Evidenzbasierung im Verhältnis Wissenschaft und Politik. Also, dass man mehr auf Fakten als auf Namen und Titeln herumreiten soll. Weswegen sie auch erst einmal mit einem halben Roman an Errungenschaften vorgestellt wird. Oh, und Evidenz- und Konsensbasiert soll jetzt alles werden. Tolle Uschi! Wisst ihr, mal komplett dahingestellt, wo ihre Parteikollegen überall falsch lagen. Ne? Die Kamera ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass sie das hier gesagt haben soll. Oh, fuck, ey. Eine Virologin, die selbst sagt, der PCR-Test sei fürs Rektum? Das kann keine Infektion nachweisen, sondern nur RNA-Schnipsel? Na, ich hoffe mal, dass es auch Evidenz und Konsens basiert. Was sagt denn die Fachliteratur dazu? Können wir ja mal gucken. Ja, na gut, das klingt jetzt ein wenig anders. Wer schreibt denn sowas? Oh, ups. Oh, was für ein Haufen. Mir geht es ja gar nicht darum, dass die Basis eine politische Manifestation unwissenschaftlich quergedachten Bratsinns ist. Soll sie doch machen. Wird sich zeigen, ob man mit einem weinroten Hemd und einer unausgegorenen Klagewelle mehr Stimmen fangen kann als die Partei bibeltreuer Christen oder so ein Gubbel. Es geht mir darum, dass die sich sogar direkt selbst widersprechen, weil sie eben gegen jeden Konsens handeln, Titel nach vorne schieben und viel weichgespülten Nonsens ejakulieren. Wonach beginnt jedes Interview erst einmal damit, dass er eine halbe Stunde lang seinen Lebenslauf zitiert, während Bhaktis Fangirls auch nichts anderes vor sich hin quietschen, als dass er der voll dekorierte Wissenschaftler sei. Ja, am Arsch, dekorieren kann ich auch meinen Weihnachtsbaum, ihr Gammastrahler. Der Typ kann 300.710.000.000.000 Ehrendoktortitel haben. Wenn er sagt, sein Pimmel sei 10 Meter lang, glaube ich ihm das trotzdem nicht. Und das gleiche gilt auch für Filmich und für die Kamera schon lange, die öffentlich behaupten, ihre eigenen Forschung seien Blödsinn. Ach, soll mir egal sein. Wenn die demnächst auf Wahlkampftour sind, haben sie zumindest weniger Zeit, irgendwelchen ungestalteten Klumpfug in die Welt hinauszurotzen. Ja. Hallo.